Hallo zusammen. Im ersten Video über Jigsaw wurde eine Methode vorgestellt, mit der die personalen und sozialen Teilkompetenzen der überfachlichen Kompetenzen gefördert werden können. Ziel dieses Videos ist es aufzuzeigen, mit welcher spezifischen Unterrichtsform methodische Kompetenzen gefördert werden können. In diesem Video wird die Unterrichtsform bzw. die Methode der Projektarbeit vorgestellt. Warum Projektarbeit? Die Methoden der Projektarbeit fördern viele überfachliche Kompetenzen, vor allem methodische Kompetenzen, denn es kommen viele verschiedene Arbeitsverfahren zum Einsatz. Projektarbeit kann in jedem Schulfach eingesetzt werden oder auch fächerübergreifend. Jedes Kind hat hier die Möglichkeit, je nach Fähigkeit auf seinem Lernniveau einen Beitrag zu leisten. Deshalb ist Projektarbeit eine inklusive und individualisierende Lernform. Die Motivation der Kinder ist sehr hoch, da sie hier viel mitbestimmen dürfen. Folgende Themen sollen in diesem Video geklärt werden: Überfachliche Kompetenzen bei Projektarbeiten, Phasen einer Projektarbeit und konkrete Beispiele für Projektarbeiten. Während Projektarbeiten können viele überfachliche Teilkompetenzen gefördert werden, allen voran die methodischen Kompetenzen. Selbstverständlich werden auch Selbstkompetenz und soziale Teilkompetenz bei der Projektarbeit gefördert. Wir legen in diesem Video den Fokus auf die Methodenkompetenzen. Projektarbeit gliedert sich grundsätzlich in vier Phasen. Die Phasen werden nun nacheinander vorgestellt und die entsprechenden überfachlichen Teilkompetenzen begründet. Nach einer vollumfänglichen Vorbereitung durch die Lehrperson wird das Thema des Projekts mit der Klasse zusammen gewählt. In der ersten Phase werden die Vorstellungen konkretisiert. Hier werden zudem die Ziele des Projektes festgelegt. Während der Erkundungsphase werden vor allem Selbstkompetenzen angesprochen. Die Entscheidungsfähigkeit wird gefördert, da die Kinder lernen, aus vielen interessanten Möglichkeiten zu wählen. Außerdem sind sie für ihre Entscheidung verantwortlich. Zudem wird die Leistungsfreude aufgebaut. Weil das Thema des Projektes das Interesse der Kinder weckt, haben sie Freude am Lernen und sind bereit, Zeit und Energie dafür zu verwenden. Nun finden die Planungen des Projektes statt. Ein Projektplan wird erstellt, mit dem die Absichten des Projekts konkreter werden. Es werden Zeit, Ort, Lehrmittel und Finanzierung festgelegt. Hier werden die ersten Methodenkompetenzen gefördert. Bei der Planung setzen sich die Lernenden herausfordernde, aber realistische Ziele. Sie sind bereit, diese Ziele konsequent und ausdauernd zu verfolgen. Die Fähigkeit, zielgerichtet zu handeln, wird somit aufgebaut. Weiter wird die Problemlösefähigkeit gesteigert. Die Kinder lernen, Aufgaben zu erkennen und diese zu analysieren. Somit werden mögliche Lösungen geplant. Anschließend folgt die zentrale Phase, die Durchführung des Projekts. Die Kinder richten sich nach dem erarbeiteten Plan. Sie versuchen, die geplante Arbeit möglichst selbstständig durchzuführen. Diese Phase hat eine zentrale Rolle in der Projektarbeit. Es werden viele Kompetenzen angesprochen. Auch hier werden die Problemlösefähigkeit und die Fähigkeit, zielgerichtet zu handeln, gefördert. Außerdem werden weitere Methodenkompetenzen angesprochen. Die Kinder lernen strukturiert und vernetzt zu denken, da sie Lösungen von verschiedenen Aufgabenstellungen umsetzen. Auch können sie ihre Präkonzepte aktivieren und an diese anknüpfen. Mithilfe des Projektplans und der gegebenen Struktur lernen sie, ihre Arbeit zu organisieren. Zudem wenden die Kinder bewusst verschiedene Arbeitstechniken und Vorgehensweisen bei der Durchführung ihres Projektes an. Auch werden in dieser wichtigen Phase Selbstkompetenzen gefördert. Die Lernenden arbeiten möglichst selbstständig. Sie entwickeln eigene Lösungsideen und setzen ihre Vorstellungen kreativ um. Außerdem beweisen sie Flexibilität, denn sie müssen sich auf neue Situationen einstellen und aus Fehlern lernen. Selbstverständlich ist dies keine vollständige Auflistung. Diese Phase ist extrem vielfältig und individuell. In der letzten Phase werden die Projektergebnisse vorgestellt. Dies kann durch verschiedene Formen geschehen, wie Ausstellungen, Dokumentationen, Darbietungen und konkrete Produkte. Danach werden die Projekte bewertet und reflektiert. Bei einer abschließenden Diskussion reflektieren die Kinder die Methode. Hier können die Höhen und Tiefen des Projekts definiert und analysiert werden. Wichtig ist bei dieser Abschlussphase, dass sich die Kinder über ihre gemachte Arbeit und das Endergebnis Gedanken machen. In dieser abschließenden Phase werden folgende Kompetenzen angesprochen. Zum einen wird das Selbstvertrauen gestärkt. Das Kind ist stolz auf seine Leistung und stellt fest, dass sich die Bemühungen gelohnt haben. Je nach Präsentation kann die Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit zu strukturiertem und vernetztem Denken gestärkt werden. In der Auswertungsphase wird die Reflexionsfähigkeit gestärkt.
Die Lernenden lernen, sich realistisch einzuschätzen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Es folgen einige Beispiele für Projektarbeiten in unterschiedlichen Schulfächern. Im Deutschunterricht kann eine gemeinsame Schülerzeitung gestaltet werden. Als Aufgabe schreibt jede Schülerin und jeder Schüler einen Zeitungsbericht zu einem selbstgewählten Thema. Im Sachkundeunterricht kann beispielsweise zum Thema Tiere ein Plakat gestaltet werden. Jede Schülerin und jeder Schüler befasst sich mit einer Tierart. Im Mathematikunterricht können unterschiedliche Lernspiele zu verschiedenen mathematischen Themen entwickelt werden. Jede Schülerin und jeder Schüler gestaltet ein eigenes Lernspiel zu einem gewählten mathematischen Thema. Zum Beispiel ein Quiz zur Flächenberechnung, ein Memory mit Malaufgaben, ein Würfelspiel mit Addition und Subtraktion und so weiter. Wie bereits erwähnt, kann Projektarbeit auch fachübergreifend eingesetzt werden. Beispiele dazu wären, dass die Schüler und Schülerinnen das Klassenzimmer umgestalten oder dass die Kinder selbst Unterrichtsstunden vorbereiten. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Die detaillierte und vorausschauende Planung durch die Lehrperson ist essentiell, damit die Projektarbeit nicht im Chaos versinkt. Die Themen der Projektarbeiten sollten dem Klassenniveau angepasst werden. Damit die Motivation der Kinder aufrechterhalten werden kann, sollten durch die Lehrperson hin und wieder Zwischenrückmeldungen gemacht werden. Die Rolle der Lehrperson ist es, die Kinder während des Prozesses zu begleiten und zu beraten. So kann sichergestellt werden, dass die gewünschten Kompetenzen gefördert werden können und diese den Kindern auch bewusst werden. Viel Spaß beim Unterrichten!